Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderbaren Sonntag. Ich dachte, ich gehe mal wieder live und streamer. Hab's ja echt lang nicht mehr gemacht. Und ja, dachte ich, ich fahre mal mit der Class 800 mal ein bisschen rum. Ich glaube, das ist zum ersten Mal jetzt im Stream, dass ich das mache. Und ja, hab einen gemütlichen Sonntag mit euch. Und ja, ich habe mir die Class 800 mit dem Armstrong Powerhouse Enhancement Pack ausgesucht mit der GVR-Lackierung und wir fahren die Southways Mainline komplett ab. Die Fahrt wird ungefähr 2 Stunden dauern und wir haben eine 7 plus 2 Konfiguration und ja, machen eine gemütliche Fahrt. Es sollte nicht allzu kompliziert werden. Ich fahre auch mit dem RW Enhancer 2, mal schauen, wie das so wird, auch mit den Ansagen und ja. Los geht's, würde ich sagen. Ich werde mal hier die Pause rausnehmen und dann müssen wir dann auch schon die Türen öffnen. Das machen wir gerade als erstes. Und währenddessen werden wir hier mal den Zug vorbereiten. Good morning and welcome aboard this train number 7874 bound for Swansea. Calling at Bristol Parkway. Newport, Cardiff Central, Bridge End, Port Talbot Parkway, Neath, and Swansea. We wish you all a pleasant journey. Okay, das war schon mal die Ansage vom RB Enhancer. Zug. Na, Lichter haben wir noch nicht eingestellt. Okay. Das ist alles richtig. Hier gehen wir mal ein bisschen runter. Speed Control habe ich schon mal eingestellt, ist aber noch nicht aktiv. Ansonsten gibt es nicht so viel zum Aufrüsten hier drin. Schauen wir, ob die Türen auch sauber offen sind. Das sieht aber sehr gut aus. Ich habe den RW Enhancer so eingestellt, dass er nur zusammen zu sehen ist, wenn wir hier im Cockpit sind. Ansonsten ist er weg. Dann haben wir hier ein bisschen schönere Ansichten. 1441. Schauen wir uns mal die Tasklist an, was wir machen müssen. Die kann ich mal gerade mal hier hin tun. Genau, jetzt haben wir Bristol Parkway ist der nächste Halt. Da müssen wir auch die Richtung wenden. Ja, da fahren wir in die andere Richtung, dann weiter. Newport, Cardiff, Bridgend, Port Talbot, Neath und Swansea. Und das wäre dann die ganze Strecke mal gewesen. Ah, halt, das wollte ich jetzt gar nicht. Das hätte ich gern so minimiert hier drin. Und jetzt habe ich nicht hingeschaut, wann ist die Abfahrt? Wie jetzt? 11:44. Ach, diese blöde Sonnenblende hier. Egal, wo du hier auf der Scheibe hinklickst oder hier auf den oberen Bereich, dann geht diese Sonnenblende runter, wenn man klickt. Jetzt sollte dann bald mal die Ansage kommen, dass wir abfahren. Und der Zug ist unglaublich ruhig. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen lauter. Your attention, please. Platform 15. Train number 7874 departure to Swansea at 11:44 is imminent. Please stand out of the doors. Okay, also das Signal. Okay, wir dürften jetzt eigentlich fahren, aber. Ah ja, doch jetzt. Gut, dann gehen wir mal Schmackes. Also man hört den Motor hier drin fast gar nicht. Draußen hört man ihn aber. Ich hoffe, der RW Enhancer ist für euch nicht zu laut im Stream. Dass es irgendwie von der Mischung RW Enhancer und der Sound, was vom TS 2021 kommt, irgendwo passt. Gehen wir mal kurz raus. Das ist schon ein schöner Zug. Ist ja der Nachfolger vom HST. Das Signal davon ist übrigens auch defekt. Wie gesagt, ich habe es mal ganz kurz reingespielt. Da dürfen wir drüber fahren. Wie ist immer? Ja, genau. Kommt ein bisschen zu spät, die Meldung. Ja, und der HST fährt ja immer weniger. Und die Class 800 übernimmt das meiste. Und das Besondere an der ist,
Die kann sowohl per Dieselmotor fahren, sowie auch elektrisch. Das ist in England sehr praktisch, nachdem es noch einige Strecken gibt, die keine Oberleitung haben. So, wir können mal ein bisschen mehr Gas geben hier. Und dann machen wir Speedset schon mal an. Das ist nicht wirklich ein Tempomat, der beschleunigt einfach nicht weiter als wie 25. Bremsen darf ich schon noch selber. Und da haben wir den HST. Quasi der Vater trifft sein Kind. Aber der HST ist nach wie vor mein Liebling. Okay, wir werden davon gleich mal den Wechsel nach links machen. Und dann dürfen wir Gas geben. Und Bristol Parkway, das ist noch interessanter halt. Das ist wirklich nur ein Parkhaus, das sie da für die Pendler gebaut haben, damit sie da besser zum Zug hinkommen. Werden wir dann gleich mal sehen. Ist ja nicht so weit hin, 4 Meilen noch. So, und während wir das jetzt hier machen, werde ich mal ganz kurz kontrollieren, ob auf Twitch alles okay ist. Guck mal, ja, das sieht aber gut aus. Sehr gut. Erstaunlich, wie leise das Ding ist. Und rein vom Geräusch her dürfte nicht bei jedem Wagen ein Dieselmotor drin sein. Ich meinte, 2 habe ich bis jetzt rausgehört. Ich werde mal dann Wikipedia aufmachen zu der Class 800. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Info. So, dann gehen wir mal Schmackis. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir bei der Southwest Maiden Line 125 irgendwann mal fahren dürfen. Das, was der Zug hier schaffen würde. Oh, das ist noch ganz interessant hier. Bei dem Haltepunkt gab es hier nochmal 2 Bahnsteige. Ist aber aufgelassen worden. Man kann hier noch drüber gehen. Und da hat es auch hier die alte Stahlbrücke. Und ging da vorne wieder rein. Solche Sachen, wenn die hier nachgebildet sind, finde ich immer interessant zum Angucken. Und ein bisschen schade drum, aber naja. Und hier wieder rein. Würde ich mir auch in echt gerne anschauen. Ich würde dann hier rumlaufen und mir dann schauen, was noch übergeblieben ist von den alten Tracks. Mensch, das mit der Sonnenblendesteuerung wäre irgendwie viel weiter oben. Sonst passiert einfach das hier. Kann ich hier komplett runterziehen, wenn ich hier einfach nur auf die Scheibe klicke. So, 75. Das machen wir hier so. Hier drin gibt es auch noch ein paar interessante Ansichten. Das war einmal hier so seitlich, wenn man möchte. Kann man sich auch hier mal umsehen. Dann hat es einmal halt das auf der anderen Seite noch. Und hier hinten so mittig. Dort hier ist eine eigene Tür. Da geht es dann zu den Passagieren nach hinten. Und da hat noch recht viel Platz hier. Inklusive einen Sitz für den zweiten. Der Hort zieht. So, erstmal einen guten Kaffee. Ich werde euch mal ganz kurz den RW-Enhancer ausmachen, um dazu, damit ihr seht, wie ruhig es normalerweise ohne den wäre. Ist schon ein krasser Unterschied, wenn der nicht an ist.
Machen wir wieder an. Okay, wir müssen hier mal langsamer werden. Ja, wobei. Oh Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ah, nein! Richtungswender. Ah, nein. Ist umgesprungen. So ein Shit. Fuck. Da hat es mir natürlich gleich die volle Bremse rein. Gerade wieder losfahren. Tut mir leid. Ah, fuck, 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 fuck. Jetzt war die erste Verspätung drin. Ja, das Blöde bei dem Raydriver ist, der Hebel ist nicht ganz vorne drin. Weil ganz vorne ist bei ihm aus und so zwischen vorne und Mitte in der Zwischenposition ist dann für einen Raydriver, also dann für den Zug dann quasi nach vorne. Und für Raydriver ist das dann so die Mittelstellung. Und da geht der Schalter gern mal hin und her. So, da 55. Könnte knapp werden. Ah, da wäre das schon mal Feld Nummer 1. Mittracken. So, Fail 1. Da wird es jetzt direkt weitergehen und wir dann weiterfahren. Aber wir fahren zuerst Parkway rein. Große Kreuzung hier. Achso ja, Speedset ist wieder weg, braucht man es aber eher auch nicht mehr. Und da werden wir Bristol Parkway. Da werden wir einen längeren Halt haben. So, schauen wir mal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Gut. Die Türen sollten jetzt offen sein. Ja, sind sie. Und dann werden wir hier mal abrüsten. Das heißt hier volle Bremse. Das ist in Ordnung. Richtungswender nach vorne, Schlüssel raus. Und die Taillights. Ansonsten glaube ich müssen wir hier nichts mehr machen. Dann werden wir hier mal die Richtung wechseln. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, jetzt habe ich die RA, glaube ich, vergessen, ne? So. Passt. Die wieder raus. Richtungswende. Sehr gut. Ah, wer ist, müsste jetzt noch kommen? Genau. Okay, und dann fehlen noch hier noch die Lichter. Gut. Bereit. Abfahrt haben wir um 12.03 Uhr. Da ist noch ein bisschen Zeit. Währenddessen können wir uns mal Bristol Parkway angucken. Hätten noch ein bisschen weiter nach vorne fahren können. Eine Tür bleibt jetzt hier zu. Okay. Also da haben wir hier eine mittelgroße Abstellgrube. 1, 2, 3 Bahnsteige. Da haben wir eine kleine Abstellgruppe und hier hinten, jetzt muss ich mal kurz gucken, ist vorbei.
Und ansonsten, wie gesagt, Bristol Parkway, abgesehen von diesem Lagerhaus hier, ist halt wirklich nur ein Parkhaus. Mehrstöckig. For your safety, we invite you not to leave your luggage unattended and to report to us any package or object that you think is suspicious. Thank you for your vigilance. Mach mal. Kommt übrigens auch vom Airbnb Hanse. So, und hier hinten, das ist auch alles Parkhaus. Und eine Sache ist noch ganz cool, das ist mir beim Test aufgefallen. Wenn man hier reingeht und versucht hier die Treppe raufzugehen, passt mal auf. Die geht gar nicht bis ganz nach oben, sondern hier ist einfach auf Schluss und dann kommt man hier in den Warteraum wieder rein. Klar, normalerweise willst du es nicht sehen, aber ich dachte, ich zeige euch das mal. Oder ja, so viel zu der Treppe. Und er hier, wohin fährst du? Achso, na, warte mal, das sind ja wir. Das sind Svenzi und er hier nach Frome. Okay. Ja, ansonsten eben Haufen Wohnhäuser hier, damit die Pendler hier reinkommen. Also eigentlich eine coole Sache, dass man hier einen Haltepunkt hat für die ganzen Pendler. Einfach mal so gebaut hat. Um ein bisschen mehr Traffic auf der Bahn zu erzeugen. Da sind noch ein paar Parkplätze. Deutsch, schwere Sprache. Ja, gehen wir wieder rein. Also für Zukunfts-YouTube, den Halt werde ich für euch mal ein bisschen schneiden. Weil es mal viel zu lang ist. Platform 3. Train number 7874 departure to Swansea at 12:03 is imminent. Please stand out of the doors. Ich freue mich schon auf das neue Update von RB Enhancer. Da kann man nämlich diese Ansagen ein bisschen anpassen. Zum Beispiel, dass er dann nicht mehr sagt, Train 6000 irgendwas fährt dann weg, sondern da kann man sagen, irgendwie der Intercity nach Berlin oder sowas fährt ab. Bitte zurückbleiben. Auf das freue ich mich. Das wird dann super. Na komm, gib frei. Der Gong. Kein Gong. Okay. Einfach vermutlich wegen Cup-Wechsel. Geld bei 25. Ich mach mal Limit da gerade wieder an. Ja, wieso geht er nicht an? Jetzt. Da bremst denn du jetzt? Hä? Was war denn das jetzt? Sind jetzt die Türen aber aufgegangen? Okay, das war jetzt merkwürdig. Will ich jetzt nicht unbedingt als Fail verbuchen, weil ich weiß nicht, was jetzt gerade falsch war. Das Dreieck auf der Karten hier an. Also da sieht man es ganz gut, dass man hier da schön durchfahren könnte. Und hier ist eine Hauptstrecke, so wie es aussieht. Und ansonsten fahren sie hier rein, Leute holen und fahren hier wieder raus, so wie es wir jetzt gerade hier machen. Okay, wir dürfen düsen. In 20 Meilen, 12.22 Uhr. Sollte man hinkriegen.
Speed. Sogar da hat es HSD-Haltetafeln bei dem kleinen Halter. Ah, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Es kommt ein recht langer Tunnel gleich. Jetzt ja ein bisschen dunkel. Wenn wir gerade schon mal auf Full gehen. Wie sieht das von vorne jetzt aus? Okay. Aber ich wette, wir werden trotzdem kaum was sehen. Wie immer. Ja. Wie zu erwarten, kaum was zu sehen. Machen wir hier mal ein bisschen das Licht an. Ich meine, da kommt noch einer. Ich könnte mich jetzt aber auch irren. Zwei. Ja, ich glaube da vorne. Gehen wir mal hier wieder auf normal. Ganz viel nix hier. So 40, wenn es nach links gehen würde. Schon noch laut hier draußen. Oh, 75 Ankündigung. Kommt zumindest bald und da ist der Tunnel. Ich hab's doch gewusst. Bremsen. Sehr gut, dann können wir hier wieder mal auf Full gehen. Auch wenn es nichts bringt, aber wir tun einfach mal so. Class 802, das ist die neue Generation mit verbesserten Dieselmotoren. Was sie jetzt noch weiterbauen. Based on the Hitachi A-Train Design. Wäre eigentlich noch was für uns. Wie wir sehen nichts. Für eine kleine Weile. Thank you.
werde mal den RB-Enhancer kurz ausmachen, damit ihr den Unterschied zum Tunneleffekt hört. Jetzt ist er aus. Dann haben wir jetzt die Standardeffekte drin. Und wieder an. Bei schlechtem Wetter bin ich jetzt auch schon mal gefahren mit dem RB-Enhancer. Da gibt es richtig coole Wettereffekte. Also vor allem wie so der Regen gegen die Scheibe prasselt. Was ist das Blaue da jetzt gewesen? Oder Ausgang? Ich hoffe so, dass bei Railroads Online jetzt mal das neue Beta-Update rauskommt. Dann habe ich wieder einen Grund, das zu spielen. Ich habe es jetzt, seitdem ich die letzte Episode fertig gemacht habe, nicht einmal gespielt. Weil ich momentan keine Ding habe, wo ich sage, okay, das könnte ich jetzt machen, jetzt habe ich alles, weil ich nur so ein bisschen Schimmbau. Und nach wie vor ist das Problem mit der Performance. Macht einfach so keinen Spaß zum Streamen. Ich habe mir auch überlegt, wenn das jetzt ein größeres Beta-Update wird, ob ich nicht sogar ein neues Savegame anfange, um da die Spezialsachen zu zeigen. Und dann für Schönfahrten halt das alte Savegame nutze. Irgendwie so. Wäre zumindest ein Plus für die Performance erstmal. Oh, das hätte ich mir so gefreut, dass es da jetzt endlich wieder rausgeht. Da war es nur ein Grafikbug. Fährst du eigentlich nur 70? Ja, ein bisschen mehr Schmack ist hier. Yeah, da geht's endlich wieder raus! Oh, Gott sei Dank. Dieses Wusch, was man immer wieder hört, das ist noch nice. Bevor freie Fahrt. Irgendwann müsste jetzt die Ankündigung für 70 kommen. Da. Das ist aber keine Vorankündigung. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Land, was machen wir jetzt hier? Viergleisig weiter mit Fast and Slow. Sieht ganz danach aus. Ja, wunderbar.
eigentlich jemand von euch den Creators Club bei Transient World 2 schon ein bisschen ausprobiert? Kann der was? Ich werde draußen mal die extremen Windeffekte mal. Also es ist schon weg. Oh, scheiß blind hier. Tun Ambient Reverb, Track Strand, Curve Friction, Break Friction. Ich glaube, das mache ich erstmal weg, nachdem der Zug das von alleine macht. Lassen wir das mal so. Wie weit haben wir es noch? 5 Meilen. Oh, das Fenster wieder zu. Kalt hier. Gefühlt 0 Grad da draußen. Und der nächste HSD. Sag mal, stehst du? Der steht. Wieso stehst du? Oh, da haben wir eine mega Abstellgruppe. Von irgendeiner Industrie hier. Was auch immer das hier ist. Okay. Wir sind ja nicht vor der Zeit. Nee. Könnte sogar eng werden. Dürft jetzt schon mal Wetten abschließen, ob man bei unserem Endbahnhof pünktlich ankommen werden. Fahrt hier. Das da vorne dürfte die Ankündigung sein für 75. Ja, ziemlich sicher sogar. Ja, dann bremsen wir mal leicht. HSD nicht in die Dichtung fährt, dann war das kleine Zwergsignal, glaube ich, falsch, was der Fahrer anzeigt. Blöde Sonnenblende. Geh rauf. Ich bin doch mein bester Freund hier. 40. Gleiswechsel oder starke Kurve. Wie gesagt, wieder einiges los. Stadt hier, dass da so eine Abstellung braucht. Ja, klein wirkt sie nicht. Ah, die ganzen Einheitshäuser.
möchte so eine Gebäudereihe in England mal in echt sehen, wo einfach jedes Gebäude gleich aussieht. Na, da kommt eine Strecke von rechts hier noch. Und da vorne die Einfahrt. Das werden wir uns hier gleich nochmal angucken. Ich möchte wissen, was das hier ist. Und da hätte man Newport. Einfahrt auf Gleis 2. Und wir sind 2 Minuten zu spät. Ob ich das wieder reinfahren kann. Da vorm Signal stehen bleiben. Tada! Hätten wir das. Weitergehen wird es dann mit 50. This train is bound for Swansea. Calling at Cardiff Central, Bridge End, Port Talbot Parkway, Neath. We wish you a pleasant trip. Okay, nachdem wir eh schon zu spät sind, können wir uns mal hier was umgucken. Okay, ganz schön was los hier. Aber ich wollte mal das hier mal ansehen. Wo ist die alte Stadtmauer hier? Und... okay, interessant. Ansonsten jetzt so der spannendste Bahnhof, architekturmäßig gesehen. Ja, wir bleiben hier noch ein bisschen stehen. Fuck! Ob ich das nochmal reinholen werde, die 2 Minuten? Ne, schon viel. Es ist ein ganz fieser Dialekt. Ich habe kein Wort verstanden, was die da sagen. Platform 2. Train number 7874 departure to Swansea at 12:24 is imminent. Please stand out of the doors. Ja, das mit der Uhrzeit. Ja, aber die Türen sind noch nicht zu. Ist hier noch am Beladen? Ah, jetzt. Gut, da war der Buzzer. Wo ist eigentlich mein Buzzer? Das ja, ja. Ich denke mal, das wäre der Buzzer zum Zurückbuzzern. So. Und wir haben Doppelgelb. Sie haben sogar drin, dass es leiser wird. Nice. Yeah, wir sind schon wieder gar nichts mehr. Sollen wir hier noch... oh, ich bin die ganze Zeit noch auf Full gefahren.
Aber da vorne ist der Tunnel, Gott sei Dank, schon wieder vorbei. Erstmal. Sieht so aus, wenn wir da warten müssen. Ah, wir sind nicht alleine. Moin, Kollege. Fahren wir jetzt da so ein Regio-Fuzzi hinterher. Ach, hier wäre 50 glockt. Dann lassen wir das mal. Und die nächste Industrie. Hier. Cardiff. Bekannte Stadt, vor allem wenn man Dr. Who guckt. Ich bleib jetzt erstmal da noch, aber bei auf 60 traue ich mich mal. Vielleicht reicht das vom Speed her, dass wir dem schön hinterherfahren. Zwei Minuten. Moin, Kollege. Dass er jetzt das grüne Signal nicht mehr anzeigt, sondern da nach hinten geht. Das ist jetzt noch ein spannender Effekt. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Bug. Du musst aber aufpassen, wenn das jetzt zu uns in die Nähe kommt, dann verschwindet es wieder. Ja? Okay. Also nicht, dass jetzt die Anzeige komplett rumspacken ist. Ich meine, was würden Tracy mal da an sich anzeigen? Der zeigt sich sauber an. Ha. Das wäre noch was fürs Forum in Erwin Hansa. Da habe ich hier schon zwei Bug-Reports reingemacht. Aber das ist jetzt der dritte. Effektiv mein gelbes Signal da vorne. Geh mal runter hier mit dem Gas. Komm, geh auf grün, geh auf grün, geh auf grün. Scheiße, geht natürlich nicht auf grün. Und bitte schalt um. So ein Shit. Geschwindigkeit erstmal.
wirklich jemand vor uns. Cardiff Central, 12. Ja, Minute halt. Ja, ist ja gut. Na, 75. Riese Verladebereich hier. Ich traue mich jetzt nicht wirklich rausgucken, nachdem ich ständig AWS-Alerts krieg hier. Und jetzt endlich mal rot da vorne. Ja, was heißt endlich? Leider. Ah, na, doch nicht. Gerade umgeschalten. Natürlich ganz cool, wenn wir den in Cardiff irgendwie überholen könnten oder der zumindest auf die Slowline kommt. Lüfter mal einschalten. Seitdem ich das Fenster aufgemacht habe, ist jetzt hier drin arschkalt und wird nicht wärmer. Steht denn da? Regio Service. Oder will einfach nicht fahren. Pass it at caution. Okay, machen wir das mal. Sind aber viele Signale heute im Arsch. Das war jetzt kein Fehler. Wenn man davon kommt, 40. Ist das der Rego Arsch, der uns da aufgehalten hat? Oh, sieht so aus. Warum fährt der nicht schon die ganze Zeit da links? Na, oh, Mann. Toller Fahrt ins Leiter heute. So schön meine Zeit rausholen können. Thank you.
ist nicht klein hier in Cardiff. Und dann 15 vor der Einfahrt. Next stop, Cardiff Central. Please mind the gap between the train and the platform. Ich frage mich, ob das jetzt Zufall ist. Oder aber schon weiß, dass er da ein Problem mit dem Gap hat. Müssen wir da mal nachgucken. Aber ich tendiere dazu, dass es einfach Zufall ist. Was ist da oben? Tram? Nee. Ganz normale Diesel-Unit. Ah, ja klar, das ist die Bewerfung, was jetzt da runter geht. Da bin ich auch schon mal gefahren. Das ist noch recht steil, wie es da runter geht. Dahinter müsste noch eine größere Abstellung haben, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber sieht danach aus, dass der Regio jetzt hinter uns bleibt. Gott sei Dank. Wo ist die HSD-Tafel? Da haben wir schon mal 6 Wagen. Da ist HSD-Tafel. Tick zu weit, aber wird schon passen. Okay. Schauen wir mal, Timetable 1239. Ah! This train is bound for Swansea. Calling at Bridgend, Port Talbot Parkway, Neath. Okay, das sieht noch interessanter aus, was ihr zwei da macht. Das muss ich mir gerade mal näher angucken. First Great Western und Transport of Wales zusammen. Interesting. Ah, shit, ich habe ja die Lichter hier noch auf voll. Stimmt ja. Naja, bleiben hier noch ein bisschen stehen. Abfahrt wären 12:40 gewesen. Das sind schon fast knapp 3 Minuten. Your attention, please. Platform 3. Train number 7874 departure to Swansea at 12:40 is imminent. Please stand out of the door. Ich werde dann, wenn es mal kurz ein bisschen ruhiger ist, mal schnell zur Küche sprinten und mir noch einen Kaffee rauslassen. Ja, wir müssen aber noch warten hier. Warten auf dem Wasser hier drin. Ich glaube, da gehen die Türen zu. Sehr gut. Und Abfahrt. Und mit.
Geräusch von der Tür kommt ein bisschen zu spät. Das kommt nach dem Wasser. Das müsste doch eigentlich davor kommen. Okay, das sieht so aus, als wenn da erstmal grün ist. Ich sprint mal ganz kurz zur Küche. Ich hoffe, währenddessen passiert nichts. Ihr schaut drauf, dass alles okay ist, ne? Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Kaffee wird rausgelassen. Und da nichts passiert. Lok fährt noch. Schauen wir uns mal hier rum. Was für ein mega Gleisvorfeld hier. Ein Stadion da hinten. Schauen wir uns das mal auf der Karte hier an. Ja, krass. Ein bisschen Platz hier zum Abstellen. Ah, da geht eine andere Linie weg. Nach Hotel Fairwater Northbound. Southbound. Das heißt, vor uns kommt eine Überwerfung. Ups. Da ist die andere Strecke, die wir gerade gesehen haben. Ah ja, und da geht es an den Damm hoch und dann darüber. Mega Vorfeld hier. Vielleicht ein bisschen mehr Gebäude ersetzt da in England. Kann man nicht vorstellen, dass es dann so mega ist, dass hier die Siedlungen alle gleich aussehen. Okay, 75. Sollte mal Gas geben hier. Mit Maximum Warp. So, jetzt habe ich mal schon die Kaffeetasse. Gehen wir nicht davon aus, dass was passiert. Grün. Ich fordere mein Glück heraus, ich weiß. Und da bin ich wieder. Ich habe meinen Kaffee. Ich bin glücklich. In Main bis nach Bridgend. Währenddessen kann ich mal ganz kurz was am Tun checken. Das sieht gut aus. Alles bestens, so umgestellt sein.
ausgestaltet hier. Ah, ich freue mich schon so, wenn bei TSW 2 die Dampflok draußen ist. Das wird ein Fest werden, sage ich euch. Oh, leider gibt es noch nicht sehr viel Material dazu, nur die Standbilder. Moin Sen. Mensch, der Rui ist da. Servus. Ja, gut geht's mir. Und bei dir? Wie schaut's aus? Oh, die Pause fertig. Nice. Was ist das neue Projekt jetzt? Uhr, 10 Meilen. Geil, er zeigt es mir jetzt schon an, 2 Minuten Delay. Das heißt, bei der nächsten Ansage wird er dann sagen, ja, der Zug ist zu spät, tut uns voll leid. Kriegst aber Geld nicht wieder. Machen, hab schon mal angefangen, ist aber zu viel falsch gelaufen. Oje, ist jetzt kein Kopf mehr, oder was hast du angestellt? Ich bin hart am Überlegen, ob ich dieses Rattern von den Track-Trains wegmache. Ich mach's mal zum Test. Ah, dieses blöde Sonnending da. Ich glaube, das wird das da. Er ist ein bisschen hakrig ohne dem. Ich lass drin. Das passt ein bisschen zu den Strecken hier in England. Nächste Tunnel da vorne. Was? Eine Kollegin hat mit ihrer Tasche fast alle Zähne rausgeschlagen, aus Versehen. Nur eine Sache. Was? Wie geht denn das? Aus Versehen die Zähne rausschlagen mit der Tasche. Habt ihr euch gestritten? Oh, weia. Ja, davon darf man dann schon wieder bremsen.
Also meine Prognose ist, in Swansea, wenn wir also mit 5 bis 8 Minuten Verspätung ankommen, wenn ich nicht irgendwann mal so richtig Gas geben kann. Und da ist er schon doppelgelb. Nein, ich hatte sie auf dem Tisch und sie stellt ihre Tasche auf den Tisch und zieht die Zähne nicht. Au, okay. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber lässt sich reparieren oder muss das jetzt komplett neu machen? Ich werde mal runtergehen hier mit dem Speed. Das ist jetzt wieder ein Signal, das was defekt ist und nur deswegen runterbremst, aber dann. Leider kleben sie nicht. Die Oberfläche recht glatt, weil wenn ja und du hast ein leichtes Schmirgelpapier da, würde ich die Kontaktfläche mal ein bisschen aufrauen und dann mit dem Kleber rein. Das hilft doch. Sofern du das nicht eh schon probiert hast. Nice, echt ein rotes Signal hier. Jungs, ich habe Verspätung, lasst mich fahren. Na toll, jetzt wird's gelb. Was ist jetzt für ein Geräusch? Auf dem Bahnübergang. Moin, Kollege. In echt dürfte ich jetzt nicht so schnell Gas geben, wenn ich jetzt hier einmal Geld gekriegt habe. Da kommt ja weit und breit kein Signal mehr. Und hat sowieso den Gedanken gespielt, eine andere Spezies zu bauen. Okay. An was hat's dir so gedacht? Ein Loi? Wäre ich dafür? '85. Endlich. Nee, das ist eins zu viel. Fledermaus. Okay, exotisch. Wie kommst du auf die Idee?
By the way, wenn wir dann in Swansea irgendwann mal angekommen sind mit einer Verspätung von X, werde ich mal das Spiel wechseln und dann werden wir mal Outer Wilds spielen. Wurde mir empfohlen. Und dann mal schauen, wie das so ist. Ich weiß noch nicht sehr viel über das Spiel. Ich sollte auch nicht so viel nachsehen. Hat es geheißen. Ich muss einfach mal spielen. Das werde ich auch machen. Ich finde, das sind schöne Tiere. Ja, das auf jeden Fall. Bei uns im Dorf, wo ich in Tirol mal gewohnt habe, da hat man in der Kirche eine recht große Fledermausfamilie. Und in der Nacht hast du dann immer wieder mal im Dorf gesehen. Das war doch schön. Hab jetzt eigentlich schon lange keine mehr gesehen in freier Wildbahn. Da ist ein Signal, aber es wird mich ja gar nicht angezeigt. Was mir hier anzeigt? Ja, hier schon. Oh, ist kalt hier. Oh, der fährt aber auch mit voller Beleuchtung hier. Ja, ansonsten ruhig. Was hast du die Tage so getrieben? Erzähl was Neues. Und runter auf 60. Zeigt es sogar links oben an, die 2 Minuten Verspätung. Werden es aber gleich 3 Minuten. Oi. Next stop, Bridgend. Oh, sagt das jetzt gar nicht mit der Verspätung. Schade. Naja, hoffen wir, aber nichts so schlimm ist. Ist eigentlich bei euch auch so arschkalt wie bei uns gerade? Ist richtig frostig. Yeah, 3 Minuten. Also die Sonne scheint bei uns schon auch, aber es ist trotzdem kalt. So, mitten im Nirgendwo, mit Verspätung. Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Sehr gut. Sagt jetzt noch was wegen Delay? Nö. Schauen wir uns mal um, was wir hier so haben. Ah, wieder eine größere Stadt hier. For your safety, we invite you not to leave your luggage unattended and to report to us any package or object that you think is suspicious. Thank you for your vigilance. Oh, hier ist jetzt auch, als wäre es mal weitergegangen. Oh, wir müssen schon wieder abdüsen. Oder?
Was? Nein. Oh Mann. Platform 1. Train number 7874 departure to Swansea at 1301 is imminent. Please stand out of the doors. Wir dürften schon fahren, aber der Erwin Hanser meint, wir dürfen noch nicht fahren. Warten wir noch kurz. Jetzt. Abfahrt. Witzig. So ein Shit. 2 Minuten, 4 Minuten, 8, 10. Ich hoffe, das waren keine 12 Minuten, dass wir jetzt jedes Mal das plus 2 Minuten kriegen. 13.06 Uhr. Bin ich mal nicht so gut gefahren heute. Was? Ich hatte vor 2 Wochen eine seltsame Unterhaltung. Im Nachhinein ist mir eingefallen, dass ich genau die gleiche Unterhaltung schon mal hatte mit... mit dem vor circa 4 Jahren. Okay. Ein Déjà-vu. Vielleicht befindest du dich auch in einer Zeitschleife, wer weiß. Old Talbot Parkway. 10 Meilen. Ich darf nicht einmal schnell fahren hier. Bin gerade am hart am überlegen, ob ich mal am Nachmittag nicht eine geile Lasagne mache. Also selber machen. Hätte eigentlich alles da. Alternativ hätte ich noch Carbonara zu machen. Oder Toast Hawaii. Letzteres geht am schnellsten. Was soll ich mal machen? Alle drei Sachen wären ziemlich geil. Was würdest du nehmen von den drei Sachen? Yay, 85. Der erste Kopf, den ich gebaut habe, ist eine Mischung aus Wolf, Fuchs und roter Panda. Schick mir doch da mal auf Discord ein Foto von dem. Den würde ich gern sehen. Ah, schon wieder gelb. Mann. Ah, Leute. Da komme ich ja nie an. Schön, dass ich hier 90 fahren darf. Bringt mir viel bei einem roten Signal. Na toll, jetzt ist wieder gelb. Der schnellste bisher.
Ah, das werden wir nicht ausfahren können. Hat um die Augen so ein Muster wie ein Panda, hat lange Ohren, das ist schwarz-rot-weiß. Klingt aber schön. Sie? Nee. Komm, schalt um auf Gelb, bitte, danke. Ich möchte nicht stehen bleiben. Ah, komm jetzt. Ach Mensch. Ja, das hat er gebracht am längsten. Ich meine, so eine Stunde ist sicherlich halbe Stunde, ja, anderthalb Stunden. Halbe Stunde ein bisschen zum Vorbereiten, halbe Stunde Sugo köcheln und dann haben wir eine halbe Stunde im Backofen. Aber ich kein Our train is currently stopped. For your safety, please do not try to open the doors and remain seated in your seat. Thank you for your understanding. Wie soll ich da jetzt pünktlich ankommen? Ist da vor uns was? Nur mal kurz. Moment, hast du jetzt gerade diesen Moment umgeschalten? Ach du Arsch. Okay, also das mit der Tür kommt wohl jedes Mal, wenn ich anfahre. In 3 Minuten 6 Meilen, das schaffe ich doch nie. Wie viele Stops haben wir denn eigentlich noch? Also den noch und dann noch 2 und dann haben wir es geschafft. Irgendwann schaffe ich das nochmal, dass ich bei einer Aufnahme eine perfekte Fahrt mache. Ohne Fehler, ohne Verspätung. Ich glaube daran. Hätte ich diese 2 Zwangsbremsungen am Anfang nicht gehabt, dann wäre ich vermutlich nicht zu einer Verspätung reinkommen wie jetzt. Sieht nur so aus. Industrie. Beschränkung auf 90, war ja klar. Oh, und ein Atommeiler. Oder ein Kohlekraftwerk, eins von beiden. Aber es sieht noch richtig fett Industrie aus da.
mitten im großen Güterbahnhof und fetter Beleuchtung. Aha, Stahl. Class 66. Giga-Stahlwerk, schauen wir mal. Okay, da ist noch einiges los hier. Mal schauen, ob ich die Einfahrt. Vielleicht gerade die Mini auch noch mit dabei. Yeah, da fährt schon wieder langsamer. Kennst du eigentlich Outer Wilds? Hast du das schon mal gespielt oder davon gehört? Ja, dann werden wir das zuerst sehen. Wobei ich frage mich, ob ich nicht eine kleine Pause mache, bevor ich Outer Wilds spiele. Weil gefrühstückt habe ich auch noch nicht. Next stop, Port Talbot Parkway. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Ich bin jetzt sicher, aber ich glaube, bei der DB und SBB habe ich das im Zug noch nie gehört, dass das Rauchen verboten ist. Also, an der Station, dass die Anzeige kommt, meine ich, weil schon das verboten ist. Ich habe es eigentlich nur auf dem Bahnhof selber mal gehört. Voll die fette Verspätung. Six Car Stop, wir müssen weiter nach vorne. Und Stopp, wir sind da. Ah doch, er macht die Türen auf. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Ganz viel Gleiches. Und Industrie da, die will ich jetzt mal genauer angucken. Platform 1. Please stand out of the doors. Ja, krass, was hier noch so abgeht. Heftig. Geh weiter, komm ich. Das ist noch Kohle, glaube ich, hier. Ja, glaube ich, ein Stahlwerk hier. Okay, dürfen wir schon düsen? Ne, dürfen wir nicht. Wir dürfen hier noch warten. Ah, warum bist du schon wieder nicht im Sync? Tu mir nicht bitte, Erwin Hans jetzt gerade losfahren, weil ich meinte, hey, das ist Verspätung, düsen wir ab. Aber das Szenario sagt, nö, ist nicht. Funkt dich besser so, dass in den Zügen Rauchverbot ist. Ja, eh. Wobei damals war es ja auch so, dass du ja nicht im ganzen Zug rauchen durftest, sondern da hat es ja eigene Abteile gegeben, so einen Wagen, wo du geraucht hast. Der ist dann sofort in dem erkennt, dass er von mir neblig wurde. Na, aber das Grausige ist ja,
dass wenn du in so einen Wagen reingehst und der ist zum Beispiel über die Nacht gestanden und dann hast du diesen kalten Rauchgeruch überall drin, das riecht so eklig. Also ich bin selber Raucher, aber wenn ich dann sowas rieche, das ist einfach eklig. Nee, nee. Die Leute werden es aushalten beim Zugfahren, dass sie nicht rauchen. So. Need Platform One. Komm, gib mir die Freigabe, Schaffner. Da ist sie. Mit Maximum Schmackes. Weiter. .23, also in der Minute sind wir das. Ja, das wird nichts. Was hat uns reinbucht? 3 Minuten. Okay. Komm, aber Benit, sollst du das jetzt mal mit der Verspätung mal ansagen? Also der SBB hat schon längst gesagt, es tut uns leid für die Verspätung, wir sind 3 Minuten zu spät. Schneller. Okay, dann komme ich ja fast pünktlich zum Mittag an. Ja, dann glaube ich, werde ich erstmal kurz Mittag essen. Und so halb zwei würde ich dann nochmal streamen. Und zwar mit Outer Wilds. Ein Rollenspiel. Ah, ich denke, 2 ist eine gute Zeit. Bist eigentlich du gerade so nebenbei? Aber naja, früher wurde ja auch in Flugzeugen geraucht und wenn man das damit vergleicht, was man heutzutage in Flugzeugen darf, liegen Welten. Ja. Ist eigentlich nur krass, dass das in den Flugzeugen überhaupt so funktioniert hat. Ich meine, gerade in den Airliners, die weit oben gewesen sind, dass es da oben nicht eine mega Rauchwolke war. Naja, das waren andere Zeiten. Aber ich meine, das haben sie ja recht schnell wieder verboten. Ich meine, allein die Brandgefahr da oben. Ja, ja. Gut, man hätte natürlich auch sagen können, dann macht man halt E-Ziege, aber bei der E-Ziege hast du auch wieder den ganzen Qualm. Und wenn dann mal 200 Leute da mit einer E-Ziege vor sich hinqualmen, viel Spaß. Dann kannst du gleich eine Nebelmaschine anmachen. Vorne ist mal wieder 70 angesagt, sprich hier ist der Trigger. Dann gehen wir mal runter. E-Zigaretten machen doch noch mehr Qualm oder eher Rauch. Ja, dieser Dampf, der kommt je nachdem, wie man es einstellt. Es kann weniger machen oder halt richtig mehr. Es gibt teilweise sogar mit E-Zigis so Contest, wo sie dann so Formen etc. machen. Ist auch ein Hobby, ne? Was ich aber jetzt mal nur um den Qualm geht oder Geruch, was ich da
ganz angenehm finde, das sind Pfeifen. Next stop, Neath. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Weil da gibt es teilweise, um die Leute so einen ganz angenehmen Tabak drin, der richtig gut riecht. Er wird mir keine Werbung jetzt machen für Pfeifen, aber das ist das Einzige, wo ich sage, das riecht teilweise ganz gut. Sind wir dann gleich mal da? Sehr gut. Okay, was sagt der Fahrplan? 8:23, ja, da sind wir weit vorbei. Und jetzt dann gleich, Sven, Sie dürften dann noch ein paar Meilen sein, wenn ich mir so die Fahrplanzeit anschaue. Your attention, please. Platform 1. Please stand out of the doors. Departure is imminent. Nee, ist sie nicht. Müssen noch warten. Ich finde da auch den Unterschied Schweiz zu Deutschland witzig, die Einstellung zu rauchen. Inwiefern meinst du das? Dürfen wir dann fahren? Komm, sperre die Türen bitte. Danke. Und Abfahrt. 6 Meilen bis zum letzten Stop. Speeds, die kleinen Stumpen. Nö. Keine Ahnung, was du da. Was das jetzt ist. Ich kenne diese komischen Kauderback-Dinger. Aber ansonsten weiß ich gerade nicht, was du meinst. Eigentlich noch ein Screenshot später für YouTube. So vielleicht. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ah, na, hier ist besser. Okay. Habe ich meinen Screenshot auch mal gemacht? Noise. Oh, wir dürfen schneller fahren. Sollte ich mal machen. Ich glaube, Sven, sie ist eh im Kopfbahnhof. Ich hoffe, die verpassen da jetzt keinen Anschluss oder so. Ne, Moment einmal. Na, das ist kein Kopfbahnhof. Da geht's noch weiter. Rede wieder Blödsinn.
zumindest mal schnell einen Blick auf die Karte werfen. Nee, doch, ein Kopfbahnhof hier. Da wird es weitergehen. Okay. Auch mal reizen, eventuell mal Elden Ring anzuzocken. Das wird ja jetzt gerade irgendwie richtig hoch gefeiert. Ich glaube, da machen wir vielleicht noch angezockt. Und wenn es cool ist, dann vielleicht streamen. Mal schauen, wie out dabei jetzt ist. Jetzt ist der Fitter leicht süßlich, in Deutschland nicht. Also, ich weiß, dass es bei uns so Zigaretten gibt mit so einem komischen Tüglichen drin. Das kannst du dann drücken und dann hast du irgendwie so einen Minzgeschmack oder sowas. Aber ansonsten, glaube ich, sind die normalen alle normal. Ups, ja, komm zurück. Boah, shit. Doch jetzt fast den Zwangsbremsen kriegt. Einmal nicht aufpasst. Ah, shit. Jetzt bin ich runtergegangen. Ah, 70. 3 Meilen noch. Gleich sind wir da. Was ich in Österreich mal gesehen habe, das waren Ziegis, die zum Beispiel Erdbeergeruch hat, also dass der Rauch so danach riecht und solche Sachen. Das ist bestimmt gesund. Gesünder als die normale Variante. Wir sollten nicht so viel über Zigaretten reden, sonst kriegt wer ich noch gefleckt für Zigarettenwerbung. Und einmal 40. Ja. Nein, 40 habe ich gesagt. Und bremsen bitte. Und da ist auch schon der Bahnhof angezeigt. Großes Stadion hier. Nee. Was haben wir da? Die Treppel. Für 99 Cent. Das ist aber günstig. Welcome to Swansea. Ja, und die fahren auch nicht mehr. Nur noch Museal. Die Pacer.
moments our train will arrive at Swansea R Terminus Station. Please make sure you haven't forgotten anything on the train. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding. We hope you had a pleasant trip, and we wish you a nice day. Interessant. War ihm das jetzt nicht verspätet genug, dass er die Verspätung angesagt hat? Ich hätte jetzt fest damit gerechnet. Muss mal im Forum nachfragen, ab wann er die Verspätung ansagt und ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, das anzupassen. Dass man zum Beispiel Swiss-Style machen kann, dass er schon ab 2 Minuten das sagt. In der letzten Zeit habe ich Lego-Sachen zusammengebaut. Die haben eine Reihe mit Andro-Charakteren. Okay. Wieder was gelernt. So, schauen wir, dass wir hier nicht auf den Prellburg raufdüsen. Fünf Minuten Verspätung. Das war's. Okay, liebe Leute, also, ich werde mir erst was zum Mittag machen und ich denke mal so auf die 2 komme ich dann wieder mit Outer Wilds und dann schauen wir uns das Spiel mal an und ja, hoffe euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten, ist ja jetzt 3 nach 12 und dann bis später. Ciao mit V. We remind you that it is forbidden to smoke inside the station. Thank you for your understanding.